Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Bayerische Demenzwoche fordert mehr Öffentlichkeit für die Erkrankung. Jubiläum, Regens Wagner Glött feiert 150-jähriges Bestehen. Und Café Divano, Begegnung auf Augenhöhe. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Am heutigen Sonntag endet die erste Bayerische Demenzwoche. Weil immer mehr Menschen an dieser Krankheit leiden, in Bayern sind es derzeit fast eine Viertelmillion Erkrankte, soll die Bevölkerung für das Thema Demenz sensibilisiert werden, so die zuständige Ministerin. Neu ist die Krankheit keineswegs. Wir haben das Caritas Seniorenzentrum in Augsburg besucht und mit Betroffenen und Pflegekräften gesprochen. Wenn sich der Pflegedienstleiter Martin Rothgerber mit der Bewohnerin Margareta Schwab auf den Weg in den hauseigenen Garten macht, ist die an Demenz erkrankte Seniorin glücklich. Auch wenn sie sich an Dinge, die erst vor kurzem passiert sind, nicht erinnern kann, schätzt sie das Leben in der Gemeinschaft des St. Verena Seniorenzentrums. Ich komme mit allen gut aus. Die gehen zu mir, kommen zu mir. Wir gehen miteinander, kommen auch miteinander. Und sowas ist einfach schön. Wenn man in der Gemeinschaft wohnen kann? Ja, weil wissen Sie, ich bin ja gleich von der Schule weg, bin ich da hergekommen. Und wenn Sie da mit aufwachsen, dann sind Sie da wieder heim. Tatsächlich lebt Frau Schwab erst seit rund einem Jahr hier. Die Erinnerung an ihr Leben nach der Schulzeit ist nicht mehr vorhanden. Das ist typisch für Demenzpatienten. Frau Schwab ist eine sehr lebenslustige Frau. Allerdings weiß sie nicht, wo sie sich hier befindet. Sie kann zwar die Leute vielleicht zuordnen und auch ihr Zimmer erkennen, aber sie wüsste jetzt nicht, dass sie hier im Caritas Seniorenzentrum St. Verena ist. Am Anfang hadern viele damit. Sie wollen es nicht wahrhaben, verdrängen es, wie ich es gesagt habe. Aber natürlich sind Menschen mit Demenz auch glücklich. Die Emotionalität, das Gefühlsleben ist bis zum Tode noch ausgeprägt. Demenzerkrankte empfinden auch Trauer oder Freude. Nach diesem Ansatz, also den Menschen mit seinen Gefühlen in den Mittelpunkt zu stellen, handelt auch Ildiko Ruf. Sie arbeitet seit 7 Jahren hier im Seniorenzentrum und kennt die Bedürfnisse der Bewohner genau. Herr Levi zum Beispiel ist nach wie vor an der Natur interessiert. Als besonders wichtig empfindet sie beim Umgang mit dementen Menschen, sie als Personen mit ganz normalen Bedürfnissen und Wünschen wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ich finde, man soll wirklich sich Zeit nehmen und nicht einfach in diese Schublade die Bewohner stecken mit Demenz, sondern die sind wirklich wunderbare Menschen. Die sind Menschen so wie wir und wir sollen nicht der Demenz sehen, sondern wir sollen den Mensch sehen, was er kann, was er ist, was er war. Und nicht einfach Demenz anschauen, sondern der Person, der Mensch, wer da ist. Und das ist die Wichtigste in unserer Arbeit, dass wir das immer vor unsere Augen haben. Im Seniorenheim leben derzeit rund 120 Menschen. Die Hälfte davon ist von verschiedenen schweren Arten von Demenz betroffen. Kontakt zwischen Gesunden und Kranken gibt es dennoch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und davon profitieren alle, sagt Einrichtungsleiterin Stefanie Tomschi. Über die Krankheit Demenz wird außerhalb des familiären Umfelds oft geschwiegen und viele fühlen sich damit auch alleine gelassen. Für die Angehörigen, finde ich, passiert noch zu wenig. Die haben eine unwahrscheinliche Last zu tragen, kommen an ihre Grenzen. Ich glaube, da fehlt es noch an Unterstützung und denen fällt es unwahrscheinlich schwer, jemanden in eine stationäre Einrichtung abzugeben, wo das oft der einzige und vernünftigste Weg ist. Und da fehlt einfach Unterstützung bei dem Weg und bei der Unterstützung für diese Entscheidung. Ich gebe meinen geliebten Menschen jetzt ab, weil es einfach anders auch nicht mehr geht. Jemand, der körperlich beeinträchtigt ist, das kann man zu Hause ganz lange machen. Aber Demenz, da kann gerne mal jemand einen Tag mal mitlaufen. Das ist echt hart. Eine Heilung im klassischen Sinne gibt es für Demenzkranke nicht. Wohl aber die Möglichkeit, ein zufriedenes Leben in Würde zu führen. Angesichts der Tatsache, dass die Krankheit auf dem Vormarsch ist, ist zum einen die öffentliche Wahrnehmung und zum anderen der sensible Umgang mit Demenzerkrankten ein wichtiges Ziel für die Zukunft. Das Thema Demenz spielt natürlich auch in der alten Seelsorge des Bistums Augsburg eine Rolle.
Wir haben mit dem Leiter, Diakon Robert Ischwang, unter anderem darüber gesprochen, welche Rolle der richtige Umgang mit den Betroffenen in der Seelsorge spielt. Herr Ischwang, im Alltag hat das Thema Demenz für Nicht-Betroffene oft wenig Relevanz. Mit der ersten Bayerischen Demenzwoche, so die zuständige Ministerin, soll dieses Krankheitsbild stärker in die Öffentlichkeit gerückt werden und einen Bewusstseinswandel voranbringen. Wo sehen Sie noch Bedarf? Wo ist das Thema Demenz noch unterrepräsentiert? Ich glaube, Relevanz ist nicht ganz der richtige Begriff. Ich glaube, es ist für viele Menschen heute schon relevant, aber in ganz anderer Art und Weise. Ich glaube, es gibt keine Erkrankung, vor der mehr Menschen Angst haben in Deutschland als Demenz. Insofern ist es vielleicht schon relevant, aber aus diesem Grund verschieben das manche nach hinten, wollen das gar nicht sehen, verdrängen es aus ihrem Leben. Wenn man sagt Bewusstseinsänderung, dann müsste es eigentlich eher ein Wandel sein, so in dem Hinsicht, es muss mich ja nicht treffen, aber es kann mich treffen. Und wenn es mich trifft, es gibt auch ein Leben mit Demenz. Es gibt auch ein halbwegs gutes Leben mit Demenz. Und ich kann auch Glück und Geborgenheit erfahren trotz Demenz. Und ich habe auch Würde mit Demenz. Vielleicht ist das der Bewusstseinswandel, den wir brauchen. Es gibt ein Leben mit Demenz. Während der Demenzwoche gibt es in ganz Bayern viele Veranstaltungen zu diesem Thema. Welche Veranstaltungen bietet denn die Altenseelsorge im Bistum Augsburg an? Schockierenderweise bieten wir in dieser Woche überhaupt nichts an. Wir haben zwar dem Pfarrei einen Leitfaden zugesandt für diese Woche, wie man das Thema Demenz in der Pfarrei weiter vertiefen und angehen könnte, aber in dieser Woche geht es ja um die Aufmerksamkeit für das, was das ganze Jahr über mit und für Demente getan werden könnte und sollte. Und hier leisten wir das ganze Jahr über was. Von Bildungsveranstaltungen für Besuchsdienste, Wochenenden und freie Tage für Angehörige und die Betreuung ihrer Angehörigen dann zur gleichen Zeit, bis hin zur Ausbildung von Wortgottesdienstleitern oder direkt zum Beispiel die Augsburger Demenzgottesdienste. Aber übers ganze Jahr tun wir etwas kontinuierlich und nicht nur in dieser einen Woche. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Demenzkranken von derzeit 240.000 auf über 300.000 steigen. Wo sehen Sie noch Bedarf? Wie kann sich die Gesellschaft darauf vorbereiten? Man muss erst mal sehen, dass in den letzten Jahren sehr viel schon getan wurde. Es gibt einen eigenen Pflegegrad dafür. Es gibt eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Heime orientieren sich mehr an Demenzkranken. Es ist schon viel auf dem Weg. Was für mich fehlt, ist etwas Grundlegendes, nämlich eine Veränderung im Blick auf Demenzerkrankungen und auf die Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief mal, unsere Gemeinde ist wie der Leib Christi und die schwächsten Glieder an ihm seien die wertvollsten. Hand aufs Herz in unserer Gesellschaft oder Hand aufs Herz in unserer Kirche. Ist das wirklich so? Würden uns in unseren Gemeinden, in unseren Kommunen Demenzkranke fehlen, wenn sie nicht da wären? Ich glaube, gerade unsere Gesellschaft, die so auf Leistung getrimmt ist, auf Selbstoptimierung, wir können von Demenzkranken sehr viel lernen. Dass Leben eben nicht nur perfekt ist, um gut sein zu können, dass Leben nicht nur gesund sein kann, dass ich nicht alles alleine machen kann, sondern auf andere verwiesen bin im Leben und dass es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen und sich in die Hand von anderen zu geben. Ich glaube, an Demenzkranken können wir viel lernen und so die Sichtweise zu ändern, das wäre ein Wunsch. Demenz heißt übersetzt weg vom Geist oder ohne Geist. Können Sie aus Ihrer Erfahrung berichten, was hilft betroffenen Menschen und wie können Angehörige damit umgehen? Es gibt ja unterschiedlichste Formen von Demenz. Beim einen merkt man als erstes am Gedächtnis, das wegbricht. Andere, denen fehlt plötzlich das Verständnis für die alltäglichsten Dinge im Leben. Wieder andere entgleisen emotional komplett. Es ist nicht einfach. Wenn zum Beispiel der hochgeschätzte Pfarrer einer Gemeinde im Alten- und Pflegeheim dement wird und plötzlich obszön. Oder wenn der eigene geliebte Ehemann, der ihr ein Leben lang fürsorglich war, mit einem Mal das Schlagen anfängt und das Schreien und mich wüst beschimpft. Ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach, mit sowas dann umzugehen. Ob man da was raten kann? Vielleicht nur das. Demenz ist eine Erkrankung und hinter der Krankheit ist immer noch der Mensch, der er vorher war. Und auseinanderzuhalten, was ist die Erkrankung
und was ist dieser Mensch? Viel mehr kann man nicht raten. Und diesen Spagat hinzukriegen, ist nicht einfach. Den meisten Menschen ist es wichtig, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ist es auch bei Demenzkranken möglich und wenn ja, wie? Das ist eine schwierige Frage, weil die ist von so vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel an welchem Ort ich wohne und welche Mittel ich zur Verfügung habe. Wenn ich daheim leben will, dann brauche ich ein Netzwerk. Ein Netzwerk, das mich dort auffängt bei den Fähigkeiten, die gerade ausfallen, die mich am Tag, am Tagesablauf entlang weiterbringen. Ein Ehepaar, ein Ehegatte, die Kinder vielleicht in der Nähe, Freunde, Bekannte, Hilfsdienste, um daheim alt werden zu können, das wäre wahrscheinlich der beste Ort. Aber es erfordert viele, viele Menschen, die mich da unterstützen an den Stellen, wo ich ausfall. Und da darf man sich nichts vormachen, es kostet viel Geld, wenn ich Betreuungskräfte engagieren will. Deswegen braucht es auch finanzielle Mittel dafür. Woher die kommen? Die meisten Einzelnen können es sich nicht leisten. Und für viele ist dann deswegen auch manchmal der bessere Ort eine stationäre Einrichtung, die 24 Stunden am Tag mich dort unterstützen könnte, wo ich ausfalle in meiner Konzentration, in meinem kognitiven Leistungsvermögen. Der Umgang und das tägliche Leben mit Demenzkranken ist oft sehr schwer. Welche Ratschläge können Sie den Angehörigen geben? Wenn es was zu raten gäbe, eigentlich eher so in die Richtung. Erstens, versteckt euch nicht. Ich habe es bei uns im Dorf erlebt, ein angesehener Kirchgänger wird dement und seine Angehörigen schämen sich dafür. Er erscheint weder mehr in der Kirche noch im Wirtshaus, wird abgeschottet und die ganze Familie beginnt sich langsam zu isolieren. Das ist so das eine. Und das andere, holt euch Hilfe und zwar möglichst bald. Holt euch Leute hinzu und schämt euch nicht. Wer mit Demenzkranken und Angehörigen zu tun hat, der weiß das. Die meisten Angehörigen versuchen, die Situation alleine zu bewältigen. Sie sind es ihren Angehörigen schuldig und schämen sich, wenn sie es nicht schaffen. Und die meisten verausgaben sich, bis es nicht mehr geht, bis sie selber krank werden und umfallen. Und erst dann lassen viele erst Hilfe zu. Also versteckt euch nicht und holt euch Hilfe. Wir als Gesellschaft, wir als Kirche sind es euch auch schuldig. Wie bewerten Sie die Demenzwoche der Bayerischen Staatsregierung und was muss aus Ihrer Sicht noch weiterhin passieren? Ich finde die Demenzwoche eine prima Angelegenheit und sie hat ihren Ziel ja fast schon erreicht mit Aufmerksamkeit, sonst würden wir zwei heute nicht hier stehen und uns unterhalten. Ich glaube, dass mehr kann man von der Demenzwoche an und für sich nicht verlangen. Jetzt kommt es auf die 51 Wochen außerhalb dieser Demenzwoche an, wie wir das umsetzen. Und wir als Kirche brauchen da jetzt nicht auf andere schauen und irgendwelche sozialen Sachen fordern, sondern einfach mal auf uns schauen, was treibt uns denn um? Auf was haben wir den Fokus im Leben der Pfarrgemeinde in diesen anderen 51 Wochen, wenn das aus den Nachrichten wieder weg ist? Und da fällt mir sofort ein, die größeren pastoralen Räume, die wenigen Pfarrer, die viele Arbeit, die Erstkommunion, die Firmung und alles Mögliche und was uns Sorgen macht, von Kirchenaustritten bis zur Missbrauchsdebatte. Meine Empfehlung wäre, macht's wie der Paulus, versucht mal auf die Schwächsten zu schauen. Macht euch einfach mal Gedanken darüber, wo sind die in meiner Gemeinde, wo sind Demente, wo sind ihre Angehörigen, was können wir für die tun und organisieren, dass die weiterhin Teil unserer Gemeinde, Teil unserer Kirche sind. Und ich glaube, wenn wir so denken und anfangen, dann wird sich der Rest unserer Probleme miterledigen. Herr Eschwang, vielen Dank fürs Gespräch. Und damit kommen wir zu den Meldungen der Woche. Hier sind unsere Kurznachrichten. Beim dritten weltweiten Klimastreik sind am vergangenen Freitag auch in Augsburg tausende Menschen auf die Straße gegangen. Viele katholische Vereine und Verbände haben ebenfalls Stellung bezogen. Drastische Bilder für mehr Klimaschutz. Rund 5000 Menschen haben sich bei der Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz versammelt, um ihren Forderungen nach grundlegenden Veränderungen in der Klimapolitik Nachdruck zu verleihen. Erstmals waren Erwachsene aufgerufen, sich den Fridays for Future-Aktivisten anzuschließen, darunter auch mehrere katholische Gruppierungen. Papst Franziskus hat ja die neueste Enzyklika rausgebracht, wo es auch noch mal explizit und auch das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Kirche um die Nachhaltigkeit geht. Und ich glaube einfach, dass wir als christliche Verbände da auf jeden Fall auch was tun müssen. Wir wollen ja die Schöpfung erhalten, das ist ganz wichtig. Und was die Jugendlichen und Kinder da auf die Beine gestellt haben,
Da ist total viel passiert. Und jetzt muss es eben durch die Erwachsenen unterstützt werden. Von daher erhoffen wir uns natürlich mehr Aufmerksamkeit und auch ja, noch mehr Druck auf die politischen Handlungsträger. Beim anschließenden Demonstrationszug durch Augsburg forderten die Teilnehmer unter anderem einen schnelleren Kohleausstieg und das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung. Beim Klimastreik am vergangenen Freitag beteiligten sich mehrere hunderttausend Teilnehmer in über 150 Ländern der Welt. Die Augsburger Domsingknaben präsentieren am kommenden Sonntag Georg Friedrich Händels Oratorium »The Messiah«. Für das Konzert in der evangelischen Heiligkreuzkirche in Augsburg sind noch Restkarten verfügbar. Sowohl im Webshop der Augsburger Domsingknaben als auch an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. The Messiah in Heiligkreuz wird eines der letzten großen Konzerte unter der Leitung von Domkapellmeister Reinhard Kammler sein. Der 64-Jährige verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der 26 Jahre alte Stefan Steinemann, der bereits im März zum stellvertretenden Domkapellmeister ernannt wurde. Ein Interview mit beiden finden Sie übrigens auf unserer Homepage in der Mediathek. Er hat über 600 Kinder getauft, rund 320 Paare getraut und fast 1200 Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Monsignore Anton Schmid, einer der dienstältesten Seelsorger im Bistum Augsburg, hat sich am vergangenen Wochenende mit einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Schmid war 1970 mit 32 Jahren der jüngste Stadtpfarrer in Augsburg. Fast 50 Jahre lang betreute er die Pfarrei St. Franziskus im Augsburger Stadtteil Viernhaberau, die ihm für seine langjährige Arbeit dankte. Domkapitular Wolfgang Hacker, der selbst Kommunionkind bei Monsignore Schmid war, hielt die Predigt. Nach einem Urlaub wird der 81-Jährige als Ruhestandspfarrer seinen Nachfolger, Pfarrer Michael Kratschmer, unterstützen. Bereits zum siebten Mal lädt der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, zur Blutspendeaktion auf den Augsburger Domplatz ein. Unter dem Motto »Einmal spenden, zweimal helfen« können am kommenden Mittwoch und Donnerstag alle Interessierten von 12.30 Uhr bis 20 Uhr vorbeikommen und mit ihrer Spende gleich zweimal Gutes tun. Man unterstützt den Blutspendedienst durch das Blut, das man spendet. Und normalerweise bekommt man dann immer ein kleines Dankegeschenk. Und den Geldwert dieses Dankegeschenkes, den bekommen wir dann für unsere Stiftung. Und da hilft man dann doppelt, weil mit unserer Stiftung dann eben Projekte aus der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden können. Hinter der Aktion steht die BDKJ-Stiftung und der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Im vergangenen Jahr haben sich über 230 Spender daran beteiligt. Mehr als 60 haben zum ersten Mal Blut gespendet. Das waren unsere Nachrichten im Überblick. Gleich geht es weiter mit einem großen Jubiläumsjahr, das an diesem Sonntag zu Ende gegangen ist. Und außerdem haben wir für Sie die Entstehung des Divano begleitet, ein Ort der Begegnung in der Friedberger Altstadt. Was genau dahinter steckt, das erfahren Sie gleich bei uns. Der Begriff Inklusion heißt so viel wie einlassen oder mit einschließen. Es bedeutet auch, Menschen mit Behinderungen am Leben der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Dieses Thema ist in den letzten Jahren immer mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt. In Glött in der Nähe von Dillingen haben Menschen mit Behinderung schon seit 150 Jahren eine Heimat. Gegründet von Regens Wagner, einem katholischen Geistlichen. Das Jubiläum der Einrichtung wurde jetzt groß gefeiert. Wie entsteht aus Papierabfällen ein ganz individueller Kalender? Das durften die Besucher und Gäste der Jubiläumsfeier in Glött gleich selbst ausprobieren. So wie an verschiedenen anderen Stationen, die das tägliche Leben der Bewohner hier bei Regens Wagner Außenstehenden näher bringen sollten. Etwa 130 Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen werden hier begleitet. Für uns ganz wichtig ist Selbstbestimmung. Wir fördern alle Menschen und begleiten sie auf dem Weg, dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Für uns ist die Schwere der Behinderung kein Hindernis, sondern gilt uns eigentlich als Auftrag zu schauen, wie müssen wir uns anpassen, was müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, auch unsere Leitungskräfte und Fachdienste, dass wir die Menschen gut auf ihrem Weg begleiten und unterstützen können, dass sie möglichst selbstbestimmt ihr Leben meistern können. Wie weitsichtig, aber auch wie wagemutig die Gründung dieser Einrichtung im Jahr 1869 war, klang beim Dankgottesdienst noch einmal an. Direktor Rainer Remmele sprach besonders den Dillinger Franziskanerinnen, die damals die ersten Bewohner betreut haben, seinen Dank aus.
Und auch wenn sich die Schwestern mittlerweile weitgehend zurückgezogen haben, gilt das Credo von damals noch heute. Alle Menschen sind zum Leben berufen und gleich viel wert. Solange es Menschen gibt, die Begleitung und Assistenz brauchen, solange braucht es, denke ich, unterschiedliche differenzierte Angebote. Und da ist Glötz, denke ich, in dem ganzen Setting der unterschiedlichen Angebote ein ganz wichtiges Angebot für die Menschen, die auch hier in dieser Umgebung das finden, was sie fürs Leben brauchen. Und das bietet Regens Wagner in Glötz seit vielen Jahren. Zum Beispiel bei den Therapiepferden, zu denen auch gerne einmal Kinder aus dem Dorf bei Regens Wagner vorbeischauen. So werden Begegnungsmöglichkeiten zwischen Kindern, Familien und den Bewohnern geschaffen. Die Öffnung nach außen ist ein ganz wichtiger Aspekt des Konzeptes hier. So wie die modern ausgestatteten Förderstätten. Mit einer leichten Bewegung lässt sich zum Beispiel der Mixer starten. Mit verschiedenen Hilfsmitteln können die Bewohner ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern. Es ist einfach wichtig, dass sich die Menschen weiterentwickeln können. Wir haben zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr die offenen Hilfen Aschberg eröffnet, um ein Wohnangebot zu schaffen, dass jemand wirklich selbstständig in der eigenen Wohnung leben kann, nicht mehr in einer Wohngruppe leben muss, sondern wirklich ausziehen kann, einen Mietvertrag abschließt und dann sich diese Leistungen bekommt, die der Einzelne braucht. Natürlich wird auch auf die individuellen Fähigkeiten und Begabungen der Bewohner eingegangen. Auf der 150-Jahr-Feier zum Beispiel durften die Besucher von selbstgebackenen Cupcakes probieren, die es sonst nur für Bewohner und Beschäftigte gibt. Hat natürlich immer was mit einer gewissen Wertschätzung zu tun. Also wenn die Cupcakes dann fertig sind, geht die Mitarbeiterin dann auch mit den Beschäftigten durch die Gruppen und verteilt die gebackenen Cupcakes, Kuchen. Und das kommt natürlich sowohl bei den Mitarbeitern der Förderstätte als auch bei den anderen Beschäftigten sehr gut an. Die freuen sich und es ist einfach eine sinnvolle Tätigkeit. Eine sinnvolle Beschäftigung innerhalb einer Gemeinschaft zu bieten und die individuellen Begabungen zum Wohl aller einzusetzen. Diesem Anspruch wird Regens Wagner in Glötz seit 150 Jahren gerecht. Und noch ein Jubiläum. Die Augsburger Moritzkirche hat ein ganzes Jahr lang ihr 1000-jähriges Bestehen gefeiert. Heute fand der feierliche Abschlussgottesdienst statt. Die vielfältigen Veranstaltungen haben in dieser Zeit nicht nur die Pfarrei selber bewegt und beschäftigt, sondern auch in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir wollten wissen, welche Bilanz die Verantwortlichen ziehen und haben nachgefragt, wie es jetzt weitergeht. Mit einem Festgottesdienst startete die Moritzgemeinde im September 2018 ins Jubiläumsjahr. Dabei wurde auch der neu gestaltete Innenhof gesegnet. Es war der Abschluss langjähriger Renovierungsmaßnahmen. Star-Architekt John Pawson, der zuvor schon die Kirche umgestaltet hatte, war eigens aus London angereist. Auch künstlerisch ging es spannend los, mit Videoinstallationen von Karin Irmer, die eine meditative Ruhe ausstrahlten. Gottesdienste, Konzerte, Diskussionen und Vorträge. Das Festprogramm der vergangenen 12 Monate war reichhaltig. Es waren ganz, ganz viele Veranstaltungen, es waren unterschiedlichste Menschen da. Und was mich am meisten freut, dass viele rückgemeldet haben, das war ein richtiges positives Bild von Kirche, das vermittelt worden ist nach außen. Das ist natürlich ein Kompliment heutzutage, das sehr gut tut. Nach einer ruhigeren Phase in der Mitte des Festjahres wurde es dann auch außerhalb der Kirchenmauern spannend. Eine Tribüne im Freien, eine Art Amphitheater, wurde zum Forum für Theateraufführungen, Begegnungen und Austausch. Ein Miteinander von Kirche und Stadt, so wie Pfarrer Haug es sich auch für die Zukunft gut vorstellen kann. Alles, was ich jetzt in den letzten Jahren hier so erleben durfte, das hat mir doch gezeigt, wie reich an Geschichte dieser Ort ist und wie diese Geschichte einfach auch noch weiterwirken kann, auch in die Zukunft hinein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wir schauen ja nach vorne, überlegen, was Kirche in der Stadt sein kann. Und da wäre für mich so die Frucht tatsächlich noch mehr auch zu kooperieren, noch mehr zu sagen, wir gehen hinein in die Stadt als Kirche und versuchen mit verschiedensten Menschen auch in Kontakt zu sein. Ein Schwerpunkt auch in der City-Seelsorge der Moritzgemeinde. Die hatte im Mai ein zusätzliches kleines Jubiläum zu feiern, 15 Jahre. Fasziniert, gebannt, tief berührt standen Besucher der Moritzkirche vor 4 filmischen Darstellungen über Leben und Tod. Ein halbes Jahr lang war die Videoinstallation des amerikanischen Künstlers Bill Viola zu sehen.
Religion und Kunst treffen hier aufeinander. Dafür ist die Moritzkirche mittlerweile bekannt und die Erwartungen sind hoch. Wie geht's weiter? Wir haben uns tatsächlich ein Sabbatjahr gegeben hier in Moritz. Wir haben jetzt die letzten Jahre unglaublich viel Energie in die Entwicklung dieses Ortes gesteckt. Und wir haben festgestellt, dass wir selber auch wieder Energie tanken müssen, um wieder neu Energie geben zu können. Und von daher bin ich sehr gespannt aufs nächste Jahr, wo wir selber so ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen überlegen, in welche Richtung geht man weiter, was können die nächsten Schritte sein, wie kann City-Seelsorge, wie kann so ein Ort gut funktionieren. Von daher ist nächstes Jahr für uns ein sehr spannendes Jahr, aber insgesamt wird nächstes Jahr hier ein bisschen ruhiger sein. Die Moritzkirche ist eine der ältesten Kirchen Augsburgs und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Sie war und ist ein Anker des Glaubens mitten im Trubel der Stadt. 1000 Jahre alt und höchst lebendig. Es heißt Divano, Kaffee, Kunst und Spirit. Es ist aber nicht einfach nur ein Kaffee, auch nicht nur ein Begegnungszentrum oder etwa ein Veranstaltungsraum. Das Divano in Friedberg ist irgendwie alles zusammen und gerade das macht es so einzigartig. Willkommen sind alle Menschen, vor allem aber auch diejenigen, die ihren Platz in der Gesellschaft oft suchen müssen. Jeder soll sich hier auf Augenhöhe begegnen und sich wohlfühlen. Und dafür setzt sich die Friedberger Pfarrei St. Jakob bei den Umbauarbeiten und der Gestaltung der Räume auch ein. Auf der Baustelle wird gerade auf Hochtouren gearbeitet, denn bereits Ende des Jahres soll das Divano im Friedberger Pfarrzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Mit diesem Ort der Begegnung möchte die Pfarrei St. Jakob ihre Vision für ein Miteinander in der Stadt verwirklichen. Dabei spielen Alter, Herkunft, Religion oder sozialer Hintergrund keine Rolle. Das Divano ist für alle Menschen da. Das Wichtigste ist, dass wir wirklich einen gemütlichen Ort schaffen wollen. Da, wo die Menschen reinkommen und sagen, ja, hier fühle ich mich wohl. Und das sind halt sehr unterschiedliche Menschen, also müssen wir auch ganz unterschiedlich in der Gestaltung sein. Ja. Menschen mit Beeinträchtigungen, die vielleicht Sehbeeinträchtigungen haben, achten wir auf Kontraste, auf starke Kontraste. Menschen mit Hörbeeinträchtigungen achten wir darauf, dass es nicht zu hallig wird. Ja. Und kleine Kinder achten wir darauf, dass sie eine Ecke zum Spielen haben, aber genauso, dass nichts da ist, wo sie sich dran verletzen könnten. Ja, jemand, der einfach nur für eine Tasse Kaffee da sitzen will, hat einen Platz. Jemand, der vielleicht ein bisschen kräftiger ist, hat auch eine Möglichkeit zu sitzen, muss sich nicht in einen engen Stuhl reinzwängen. Darauf achten wir bei der Gestaltung. Dieses einzigartige Konzept ist gleichzeitig auch eine große Herausforderung. Von der Idee bis zur Umsetzung galt es, zahlreiche Hürden zu meistern. Nach dem offiziellen Go folgten monatelange Umbauarbeiten, die zum Teil nur dank der Unterstützung vieler Freiwilliger bewerkstelligt werden konnten. Ein großer Schritt auf dem Weg zum Divano war der Durchbruch der Außenmauer. Ein Glaselement soll den Eingangsbereich künftig einladender und transparenter wirken lassen. Im Innenbereich setzt die Pfarrei auf unterschiedliche Wohlfühlelemente, ein offenes Raumkonzept, viele warme Farbtöne und noch mehr Orange, eine bequeme und gleichzeitig zweckmäßige Bestuhlung. In dem noch kahlen Raum wird es künftig eine kleine Küche für Kaffee und Kuchen geben. Große und kleine Tische laden zur Begegnung ein. Herzstück jedoch ist der große Divan. Eine Kuschelecke würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht wie in einem Bilderrahmen eingebettet, in dem es Kissen geben wird, wo man sich auch mal ein bisschen hineinlümmeln kann, gerade auch für Jugendliche, die ja hier auch willkommen sein sollen, wo man sich bequem in so Kissen setzen kann und ein Buch lesen kann, aber das eben auch ein Multifunktionsraum sein soll, in dem, wenn er leergeräumt ist, auch mal der Platz ist für eine kleine Bühne, wo eine Autorenlesung stattfinden kann, wo eine kleine Band mal spielen kann zur Unterhaltung. Ja, vielleicht auch mal ein kleiner Sketch oder ein kleines Theaterstück aufgeführt wird. Einfach so, ja, ein Ort, wenn er auch beleuchtet ist, der einfach einlädt, hier da zu sein und sich wohlzufühlen. Kultur, Soziales und Spiritualität, das sind die drei Säulen, auf denen das Divano in Zukunft stehen wird. Doch letztendlich sollen es die Menschen sein, so der Wunsch der Initiatorin, die diesen Ort der Begegnung zu etwas Einzigartigem machen werden. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.